Mobilität wird sich in unseren Städten und Regionen deutlich verändern. Sie wird langfristig dazu führen, dass Menschen sehr viel bewusster wählen, dass sie verschiedene Möglichkeiten nutzen, also nicht mehr gewohnheitsmäßig nur den ÖV oder nur das Auto, mehr multimodal unterwegs sind. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto und mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der Vorteil der Elektromobilität liegt ganz klar im Fahrverhalten. Sie haben ein sehr dynamisches Fahrverhalten, ein sehr hohes Drehmoment bereits aus dem Stand. Sie fahren sehr, sehr leise, die Geräuschemissionen sind sehr gering und Sie fahren natürlich lokal vollkommen emissionsfrei. Aus den momentan laufenden Feldversuchen sehen wir, dass die Fahrer von Elektrofahrzeugen im Wesentlichen zu Hause laden oder am Arbeitsplatz oder wie hier im Einkaufszentrum. Daneben wird es auch öffentliche Ladepunkte geben müssen in der Stadt, einfach auch um die Elektromobilität sichtbarer zu machen, auch für die, die noch nicht mit dem Elektroauto umherfahren. Wenn ich gewisse Ladeinfrastruktur sichtbar im Straßenbild habe, steigt auch das Vertrauen, dass ich mit diesem Fahrzeug dann auch zu meinem Ziel komme, weil ich weiß, ich kann zwischendurch mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde nachladen. Langfristig muss natürlich diese Elektromobilität auf der Basis von erneuerbaren Energien stattfinden. Das heißt, die Elektromobilität ist eine Technologie, die es uns erlaubt, mit erneuerbarer Energie Auto zu fahren. Hier können wir wirklich mit Windstrom, mit Solarstrom, mit Strom aus Wasserkraft Auto fahren. Und das ist sicherlich die Zukunft und auch die Kombination, die wir brauchen, um zum Beispiel die Energiewende darzustellen. Die E-Mobilität ist ein Teil eines Gesamtnachhaltigkeitskonzeptes, das die Immobilienwirtschaft momentan mit betrachtet. Nicht nur LEED-Zertifizierungen, nachhaltige Bauweise, Verbraucherdaten spielen eine Rolle, sondern natürlich auch, wie die Nutzer der Immobilie zu den Immobilien kommen. Union Investment steht momentan noch am Anfang seiner Auseinandersetzung mit der E-Mobilität und der Immobilie. Wir sehen aber, dass die Immobilie die E-Mobilität unterstützen kann. Wir sondieren in ersten Gesprächen, inwieweit wir entweder nur Shoppingcenter oder auch Bürogebäude in einem ersten Rollout verstärkt mit E-Tanksäulen ausstatten werden, um sowohl das Awareness in der Wahrnehmung der Öffentlichkeiten zu unterstützen, aber auch unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, hier im wahrsten Sinne des Wortes aufzutanken. Diese Ladestation, auch die Installation der Ladestation, ist recht teuer, recht kostspielig. Alleine durch den Verkauf von Strom finanziert sich das nicht. Das heißt, wir werden ein gewisses Maß an öffentlichem Engagement sehen. Das lässt sich aber zum Beispiel im Bereich der Parkraumbewirtschaftung darstellen. Sie zahlen ja üblicherweise für einen Parkplatz eine recht hohe Gebühr. Da ist im Grunde der Strom fast schon mit drin. Ja, so ein Fahrzeug aufzuladen kostet zwischen 2 und 4 Euro. Wenn man das auf die Parkgebühren umlegen würde, wäre da ein relativ gutes Geschäftsmodell draus zu machen. Wenn ich sehe, wie heute unsere Verkehrssysteme überlaufen im öffentlichen Nahverkehr, im Radverkehr, das ist natürlich viel günstiger, gebe ich schon zu, in der Infrastruktur, aber nicht alle fahren Rad, ja. Dann muss ich ehrlich sagen, müssen wir uns Finanzierungskonzepte überlegen. Es gibt fast keinen Akteur, der nicht dabei sein muss. Das heißt, die Automobilindustrie muss dabei sein, der öffentliche Nahverkehr, die Verkehrsunternehmen müssen dabei sein, die Städte und Gemeinden müssen dabei sein. Dann müssen natürlich auch die Energieversorger dabei sein, die auch sehr eng eingebunden werden und diejenigen, die Informationskommunikationstechnik herstellen. Und damit haben wir schon einen breiten Teil unserer industriellen Palette, aber auch der öffentlichen Verwaltung, der öffentlichen Unternehmen. Und die müssen ernsthaft zusammenwirken. Dann nehmen die Bürgerinnen und Bürger ihnen auch dieses Angebot ab. E-Mobilität und die Immobilienwirtschaft stehen sicherlich am Anfang ihrer gemeinsamen Reise. Wir sehen allerdings, dass E-Mobilität ein Teil des gesamten Nachhaltigkeitskonzeptes ist, das die Immobilienwirtschaft momentan beschäftigt. Man sieht eventuell 2 Millionen E-Autos auf den Straßen in den nächsten Jahren. Diese müssen betankt werden, diese müssen neu aufgeladen werden. Und da spielen Immobilien eine sehr wichtige Rolle. Die Verkehrsprobleme, die wir vielleicht noch in der Stadt haben bezüglich Staubildung, die lösen wir natürlich auch mit dem Elektroauto nicht. Aber da müssen wir halt intelligente Konzepte und Kombinationen auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr finden. Oder vielleicht auch mit elektrischen Zweirädern, die ja auch sehr dynamisch sind, sehr viel Spaß machen und die einen ganzen Teil unserer Verkehrsleistung übernehmen könnten. Was ich heute erstmal gut fand zu sagen,
da ist ein Plan oder eine Vision, 2020, was wollen wir da haben? Aber der Businessplan, das haben Sie gesagt, was passiert eigentlich auf dem Weg dahin? Das ist, glaube ich, das, was fehlt. Die Geschäftsmodelle setzen da auf, wo wir heute schon Erfahrung haben, dass die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen sich als breite Mobilitätsdienstleister sehen und dazu mit Automobilunternehmen kooperieren. Also beispielsweise ein ÖV-Betrieb in München mit Car2Go kooperiert, mit Verleihern im Fahrradverkehr kooperiert. Damit haben sie schon den ersten Ansatz, mit dem sie arbeiten können. Und ich denke, dann lernen wir darüber, was gut geht, was schlecht geht. Und das ist eine Basis für Weiteres.